Das ist unsere Kinderstube. Mitten im Wohnzimmer. Hier ist unser Fernseher. Da geht es in die Küche. Für alle, die unsere nähere Umgebung gerne kennenlernen möchten. Hier sind B und C Wurf inzwischen miteinander auf einer Decke. Pinkeln auch sehr fleißig auf diese Decke. Und Mama Josie und Mama Bonnie teilen sich die Pflege der Babys. Und ab und zu rutscht mal eins ein bisschen seitlich und dann kommt gleich eine Mama und kümmert sich. Wir haben hier ganz viele Mamas, die sich kümmern würden, wenn die richtigen Mamas sie lassen täten. So, dann geht's weiter mit dem D-Wurf. Mama Dupsi und ihre Kinder. B und C sind inzwischen 3,5 Wochen alt, laufen schon fleißig herum, kriegen Dosenfutter, alles gut. Die Herrschaften hier sind 2,5 Wochen alt, laufen auch schon ein bisschen rum, noch nicht ganz so sicher auf den Beinen. Und in ein paar Tagen gibt es da Dosenfutter. Genauso wie für unsere Harlekinchen. E-Wurf. Auch 2,5 Wochen alt. Und wie man sieht, ganz fleißig am Trinken, wenn Mama Fenja mal können es. Die ist nämlich nicht ganz so fleißig wie die anderen mit dem Füttern. Oder ist sie nur cleverer, wartet immer gut, bis Milch nachgeflossen ist und lässt dann ihre Kinder wieder trinken. Hier, auf zwei Teilen, ist unser F-Wurf. Lenchen, geh mal aus dem Weg. Ab, ab. Dankeschön. Mama Fipsi ist überraschenderweise mal nicht dabei. Setzen wir die zwei hier zu den Geschwisterchen näher. Die bekommen noch Rotlichtlampe über die meiste Zeit, damit ihnen nicht kalt ist. Unter dem Leintuch ist eine Steppdecke, damit es auch vom Boden her nicht zu kühl wird. Und da geht es ihnen richtig gut. Die sind jetzt genau 2 Wochen alt. Heute haben wir mit der Entwurmung angefangen. Und wie man sieht, auch ihnen geht es gut. Und hier sind unsere ganz Kleinen. Hey, hey, gerauft wird woanders. Ab. Nicht dort, wo ich erzähle. Mama Bailey ist fast immer mit dabei noch. Und auch die Kleinen sind sehr zufrieden mit der Welt. Die kriegen genug Futter. Mama hat genug Milch. Die Rotlichtlampe macht schön warm. Und alles ist gemütlich. So. Und alle unsere Hunde haben Zugang hier zu dem Bereich. Papa Happy ist umgefallen. Die vielen Weiber haben ihn geschafft. Happy, Happy. Ja. Das ist unser Benji. Papa und Opa von diversen unserer Welpen. Der Enzo, auch Papa von einigen unserer Welpen. Wie man sieht, unsere Mamas sind hier dabei, die Papas sind dabei. Alles eine glückliche Familie. Manchmal nicht ganz so glücklich, aber eine Familie. Und hier sitzt unsere Monika mit einer unserer Rentnerinnen. Moni, sag hallo. Hallo. Können wir machen. So, jetzt sind sie alle wieder auf einen Haufen. Und gut ist. Hier haben wir ein Brett, damit sie nicht in den hinteren Bereich marschieren, solange wie sie sich noch nicht halbwegs auskennen. Aber in ein paar Tagen wird auch dieses Brett weg sein. Und in die andere Richtung. Hier in den Zimmerbereich. Da ist mein Computertisch, das darf man aber nicht anschauen, der ist total vollgeräumt. Hier können die Welpen komplett
marschieren, wenn sie wollen. Unser Jungvolk amüsiert sich. Gute Nacht, ihr Elfenkinder.